Hallo ihr Lieben, heute soll es wieder um die letzten zwei gelesenen Bücher gehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Bei nicht wundern, falls ich heute mich etwas komisch bewege zwischendurch. Ich habe hier den Kleinen auf meinem Arm und der ist eingeschlafen. Das heißt, ich kann nur noch mit der linken Hand die bewegen, auf dem rechten Arm liegt mein Hund und pennt. Fangen wir aber mal mit dem ersten Buch an, was ich euch heute zeigen möchte. Und zwar ist das dieses hier, das Reich der sieben Höfe, Dornen und Rosen von Sarah J. Maas. Ich habe es endlich geschafft, dieses Buch zu lesen. Gesine hat es mir ausgeliehen, als sie im April hier war. Und da ich ihr versprochen habe, es im Oktober zur Buchmesse wiederzugeben, habe ich es jetzt endlich mal geschafft, das Buch zu lesen. Oh, der Hund steht auf. Gehst du runter? Ich kann meinen rechten Arm wieder bewegen. Und ja, ich habe dieses Buch gelesen und ich fand das Buch wirklich richtig gut. Es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte die Story, ich mochte die Charaktere. Ich fand gerade zum Ende hin hat die Handlung nochmal so an Fahrt aufgenommen. Die Geschichte hat nochmal so viel Schwung bekommen. Das war einfach der Oberhammer. Aber ich erzähle euch erstmal ganz kurz wie immer, worum es in diesem Buch eigentlich geht. In diesem Buch geht es um Feyre. Und Feyre tut auf der Jagd einen Hirsch und einen Wolf erlegen. Und sie weiß aber halt noch nicht, was das für Konsequenzen mit sich bringt, denn eins der beiden Tiere ist ein Fae. Und Fae sind Wesen, die in ihrer Welt, in der das Ganze spielt, ein eigenes Königreich haben und die Menschheit halt unterjocht haben früher und die Menschen früher als Sklaven gehalten haben. Und die Menschheit hat sich befreit und hat ein eigenes Stück Land quasi zugesprochen bekommen und die Fae regieren halt im restlichen Reich noch. Also da sind verschiedene Länder, also das Reich ist in verschiedene Länder unterteilt. Ich kann euch das auch mal zeigen. Hier so. Hier vorne ist eine Karte drinne. Und ja, da sind halt die Menschen, die haben halt hier unten nur so einen ganz kleinen Klecks an Land bekommen und der Rest der Welt so ziemlich wird halt von den Fae regiert. Und es gibt halt ein Gesetz, dass ein Mensch kein Fae töten darf, es sei denn, es ist halt Notwehr. Und Feyre ist nun auf der Jagd und tötet halt diesen einen Fae und die Konsequenz daraus ist, dass sie entführt wird von einem anderen Fae. Und ja, er fordert Vergeltung und er lässt aber Gnade vor Recht ergehen und begnadigt sie quasi und sagt halt, er bringt sie jetzt nicht um, sondern bestraft sie, indem sie den Rest ihres Lebens im Land der Feen verbringen muss. Und ja, so bleibt Feyre nichts anderes übrig als mit diesem Fae, alles mit Feyre und Fae, und so bleibt Feyre nichts anderes übrig als mit diesem Fae mitzugehen und halt von nun an im Reich der Fae zu leben. Was Feyre dann dort alles erlebt und ob sie vielleicht eine Möglichkeit findet, wieder nach Hause zu kommen, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Dieses Buch soll eine Adaption ein bisschen auf Die Schöne und das Biest sein und ich finde, man erkennt die Geschichte, wenn man das vorher weiß. Erkennt man so bestimmte Parallelen von Die Schöne und das Biest und das fand ich wirklich ganz süß gemacht und fand ich ganz, ganz cool. Und auch so was die Handlung betrifft, fand ich das ganz, ganz cool. Also ich finde, man hat das schon erkannt in dem Buch. Es ist jetzt nicht exakt die Geschichte, sondern halt wirklich nur so einzelne Szenen, die man aus Die Schöne und das Biest auch so kennt, sind halt in diesem Buch so ein bisschen wiedergespiegelt worden. Was mir aber, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen hat. Ansonsten kann ich zur Handlung nur sagen, dass ich sie großartig fand. Gerade das letzte Drittel von dem Buch, da sind nochmal so viele Twists drin gewesen und da hat die Geschichte nochmal so viel Fahrt aufgenommen. Und da ist nochmal so viel passiert und also es war einfach wahnsinnig toll, das Ganze zu lesen und die Geschichte, wie gesagt, hat sich auch wahnsinnig toll lesen lassen von der Geschwindigkeit her. Also den Charakteren kann ich nur sagen, dass ich Feyre total mochte. Ich mochte Tamlin, ich fand die Nebencharaktere wirklich großartig in diesem Buch. Jeder hat das verkörpert, was er verkörpern sollte. Man hat jedem Charakter wirklich die Charakterzüge auch abgenommen und ja, ich fand es einfach wirklich ganz, ganz toll, was die Charakterentwicklung von Feyre auch betrifft und von Tamlin. Also hat mir richtig gut gefallen, kann ich nicht meckern. Vom Setting her befinden wir uns ja hier in einer High-Fantasy-Welt und ich fand das Worldbuilding wirklich gut. Ich hatte damit keinerlei Probleme, mir irgendwas vorzustellen. Ich kam gut mit den Größenverhältnissen zurecht, womit ich ja meistens Schwierigkeiten habe, mir irgendwie die Größe einer Welt vorzustellen und so die Verhältnisse von Ländern und allem. Aber durch die Karte, die hier vorne drin ist, bekommt man dann natürlich auch Hilfe und man kann immer nochmal nachschlagen und nochmal nachgucken. Und das fand ich wirklich gut und das hat mir auch sehr geholfen,
Mein Hund ist an meinem Buch hängen geblieben. Und ja, ich kann nur sagen, vom Worldbuilding her top. Was den Schreibstil betrifft, mochte ich den Schreibstil von Sarah J. Maas bei Throne of Glass ja auch schon sehr. Also ich finde, die Frau schreibt wirklich ganz, ganz toll. Sie schreibt auf ihre ganz eigene Art und Weise. Sie schreibt sehr actionlastig und auch ihre Charaktere sind ja immer so ein bisschen Kick-Ass. Und das sind ja nicht solche kleinen, weichgespülten Mädchen, die sich nichts trauen, sondern das sind Mädels, die Feuer im Hintern haben. Und dementsprechend schreibt Frau Maas ja auch und ja, hat mir auch vom Schreibstil her wieder ganz, ganz toll gefallen. Und mein Fazit zu Das Reich der Sieben Höfe, Dornen und Rosen ist, dass das ein ganz, ganz toller Auftakt für diese Trilogie ist. Und ich habe mit Sina schon gesprochen, sie bringt mir dann im Oktober den zweiten Teil mit von dieser Geschichte, dass ich die auch mitlesen kann und da freue ich mich schon sehr drauf. Und ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen, wenn ihr gerne High-Fantasy-Geschichten lest, wenn ihr gerne so Märchenadaptionen lest, dann schaut euch Das Reich der Sieben Höfe von Sarah J. Maas auf jeden Fall mal mit an. Und jetzt ist mein Akku leer und ich muss das mal den Akku wechseln. Moment. Das zweite Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier, Game On, Chancenlos von Kirsten Callihan. Das ist der zweite Teil der Game On-Reihe und ich freue mich jetzt schon sehr auf den dritten Teil, denn man lernt die zwei Charaktere hier schon mit kennen. Also Dex kennt man schon aus dem ersten Teil, aber Fiona lernt man hier schon mit kennen. Das ist die Schwester von der Protagonistin aus diesem Teil, deswegen freue ich mich jetzt auf den dritten. Aber kommen wir erstmal wieder zum zweiten. In diesem Buch geht es um Gray Grayson und Ivy McKenzie. Und Gray Grayson leiht sich von Ivys Vater, welcher ein Sportagent ist, ein Auto aus, weil er seinen Wagen mit Automatikschaltung an seinen besten Freund Drew verliehen hat, weil er sich ein Bein gebrochen hat und kein Auto mit Gangschaltung mehr fahren kann. Daraufhin leiht sich Gray halt das Auto von seinem zukünftigen, wahrscheinlich Sportagenten, aus und zwar ist es ein rosafarbener Fiat und der rosafarbene Fiat gehört der Tochter des Sportagenten Ivy. Und als Ivy davon erfährt, dass ihr Vater einfach mal so ihr Auto verliehen hat, findet sie das gar nicht so toll und schreibt Gray eine Nachricht. Und von da an beginnen die beiden sich gegenseitig SMS zu schreiben und die beiden merken dann sehr, sehr schnell per SMS, dass sie auf einer Wellenlänge liegen und texten dann täglich. Und als Ivy und Gray dann das erste Mal so in Wirklichkeit aufeinandertreffen, sind beide sofort hin und weg voneinander und beginnen eine Freundschaft, aus der sehr, sehr schnell mehr zu werden scheint. Da Gray aber ein typischer Aufreiser und Frauenheld ist, weiß Ivy nicht so richtig, was sie davon halten soll und sie möchte natürlich auch die Freundschaft zu Gray nicht verlieren. Und ja, deswegen haben die beiden da so einige Schwierigkeiten zu überwinden und ob sie es am Ende schaffen oder nicht, das ist es natürlich, worum es in diesem Buch geht. Und ich kann nur sagen, dass mir die Geschichte wieder richtig gut gefallen hat. Ich mochte die Handlung, es ist so eine typische Adult-Handlung, kann man sagen. Also Junge trifft Mädchen und beide sind Freunde und dann verlieben sie sich und dann müssen sie Schwierigkeiten überwinden und kommen sie am Ende zusammen oder nicht. Und ja, aber von der Handlung her hat es mir trotzdem gut gefallen. Das ist eine schöne Geschichte, es waren schöne Wendungen in der Geschichte drin. Das Einzige, was mir ein bisschen unglaubwürdig war, war diese 180-Grad-Drehung von Gray. Also der ist wirklich ein Playboy, wie er im Buche steht, schleppt jede Nacht eine andere ab und genießt quasi das Leben auf diese Weise und dann lernt er Ivy kennen per SMS und sofort spielen andere Frauen keine Rolle mehr. Und das war so für mich so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, so, er ist der Aufreißer schlechthin, er ist der, der die meisten Weiber abschleppt. Und dann schreibt er mit irgendeinem Mädel, was er noch nie gesehen hat und alle anderen Mädchen sind vergessen. Das fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber diese Bücher sind ja, was die Typen betrifft, sowieso mal nicht realistisch. Also von daher lassen wir das. Aber das ist so das Einzige gewesen, wo ich so einen kleinen Minuspunkt vergeben würde, weil mir das einfach diese Wandlung von Gray zu schnell kam. Ja, ansonsten von der Handlung her hat es mir richtig gut gefallen. Ich mochte die Charaktere, ich mochte die Entwicklung, die Ivy und Gray in diesem Buch durchmachen. Ich fand das Setting toll, also ich mochte die Umschreibungen und Beschreibungen. Ich konnte mir das College gut vorstellen. Ich konnte mir die ganze College-Mannschaft und die Dynamik in dieser College-Mannschaft wirklich gut vorstellen. Der Schreibstil von Kirsten Callihan war auch wieder ganz, ganz toll. Also ich finde, Kirsten Callihan schreibt locker, leicht und einfach in ihren Büchern. Sie hat jetzt keinen komplizierten Schreibstil oder irgendwas, sondern es ist so ein typischer, einfacher Adult-Schreibstil. Dieser Schreibstil ist jetzt literarisch auch nicht irgendwie ein Hochgenuss oder sowas, aber es ist ein schöner, leichter, einfacher Schreibstil, passend zur Geschichte und das habe ich auch wieder sehr, sehr gemocht, genau wie im ersten Teil. Ich fand den zweiten Teil von Game On einfach wieder richtig toll und ich freue mich jetzt umso mehr auf den dritten. Und mehr kann ich zu dieser Geschichte eigentlich auch nicht sagen. Wie gesagt, es ist halt eine typische New-Adult-Geschichte. Ihr wisst, ich lese gerne New-Adult-Geschichten und es ist so eine, die sich da gut mit einreihen kann. Und wer New-Adult-Geschichten mag, sollte sich die Game On-Reihe von Kirsten Callihan auf jeden Fall mal mit angucken. Ich mag sie sehr und werde mir jetzt demnächst den dritten Teil auf jeden Fall noch zulegen und lesen. Und mehr gibt es zu diesem Buch eigentlich auch nicht zu sagen. Das waren meine
meine zwei zuletzt gelesenen Bücher und mit diesem Buch habe ich auch das letzte Buch, was ich mir ausgeliehen hatte, fertig gelesen. Das heißt, ich habe keine geliehenen Bücher mehr jetzt. Wuhu! Ich hatte von meiner Arbeitskollegin noch diese Addicted to Sin ausgeliehen, das habe ich aber wieder zurückgegeben, habe reingelesen, die ersten zwei Kapitel war absolut nicht mein Buch und ja, habe ich es ihr dann so wieder gegeben. Deswegen bin ich jetzt fertig mit ausgeliehenen Büchern und die einzigen Bücher, die ich aktuell hier noch rumliegen habe, und die einzigen Bücher, die ich hier aktuell noch rumliegen habe, sind meine von meinem Sub. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Ich habe jetzt angefangen, aktuell Queen of Clouds zu lesen, Die Wolkentürme von Susanne Jardom. Dieses Buch liegt seit 2 Jahren hier rum und ich muss es jetzt endlich lesen. Und ich habe gestern angefangen und es ist vom Aufbau her der Geschichte ein bisschen merkwürdig. Aber Susanne Jardom hat halt ihre ganz eigene Art und Weise, Geschichten zu erzählen und... ja, ich bin mal gespannt, wie dieses Buch jetzt weitergeht. Aber wie gesagt, das sind die letzten 2 gelesenen Bücher von mir. Wenn ihr die Bücher kennt und bereits gelesen habt, wie immer, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf und jetzt sitzt der Hund schon wieder auf meinem Schoß. Und ja, mehr gibt es eigentlich auch gar nicht zu sagen. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. So, jetzt nochmal ohne Schlabberattacke vom Hund. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.